Nee, weil ich gerade Fußball, ne? Die habe ich gelesen, die Annalena Ding. Die Harburg, ne? Die ist, sagt sie, mein Herz schlägt für Werder Bremen. Das erklärt einiges. Und auch im Fußball ist es nicht immer einfach. Aber es ist nicht einfach. Ich würde sagen, schwer ist es. Sehr schwer. Wenn unsere sie ist, unlösbar. Oder? Nur noch 3 Bundestrainer, dann ist EM. Das sage ich dir. Komplett. Ne? Wer da rumrennt, ne? Schlotterding. Da hör ich schon am Namen, das ist. Ne? Der Hummels mit dem Rollator demnächst. Ne? Und der Kimmich, wenn ich da anfange, ne? Der Kimmich, der hält ja schon, wenn der Ozonwert nicht stimmt. Ne? Und wenn die siehst, die Sportart ist auch gar nicht klar. Ne? Ja, Fußball ist nicht, ne? Ja, Bremen, ja, wenn sie da wenigstens bleiben dort, ne? Ins Ausland darfst du nicht, da musst du schön. Aber wenn die, ne? Die Klassensprecherin auf Schulausflug ist das. Wo war das letzte Jahr? In China, hast du das gesehen? Steht die in China dahin und schreibt denen vor, was sie falsch machen? Die wissen gar nicht, wer das ist. Warte, da war Statistik. Prozent von den Chinesen meinen immer noch, dass die Merkel am Ding ist. Das ist es. Wir sind im Hinterland, die haben ja 100 Millionen. Warst du schon mal im Hinterland? Ich auch nicht, aber fahr mal hin. Wenn die Annalena da im Fernsehen kommt, da schreie ich, oh, schalt ein, Pippi Langstrumpf, einwandfrei. Ne? Oder von der Frisur ist mehr die Heidi. Ne? Die Heidi. Wo ist denn der Peter? Der Peter ist auf Kreuzfahrt und steckt mit der Fähre fest. Ne? Die Grüne, wie soll man die, was machen die, ne? Mit einer Luftpumpe die Windrichtung bestimmen. Das sind die Grünen. Das ist, ja, aber Bremen, früher Fußball, Völler und Rehhagel. Das war ein Traumtrio vorne im Sturm, ne? Die waren legendär, unerreicht. Heute sind sie auch unerreicht, bei der Frisur. Die föhnen 2 Stunden noch im Spiel, ne? Bis so ein Hirn wegföhnt ist, da musst du draufhalten, das dauert. Ich glaube, die Annalena föhnt mit dem Windrad, die steht so nice, ne? Dann, bis die Heidi sitzt. Ne? Ja, Windrad bei uns hinterm Wald. Wir haben ja ein Wohngebiet, ein Stück Wald und dann ist ein Hügel da. Ne? Und da ist jetzt die Genehmigung durch. 12 Jahre hat es gedauert. Ne? Und da ist alle 3 Wochen 2 Stunden Wind. Weil er meistens vom Wald geblockt wird, manchmal von da. Ne? Und jetzt sind wir natürlich geschlossen, alle in den Tierschutz rein, am selben Tag. Ne? Muss auf Vogelbestand gehen. Ne? Jetzt geht's voran mit dem Stillstand. Wir haben nichts gegen den Propeller, aber nicht bei uns. Ne, du musst auch, wenn wo Wind ist, ja, aber diese Wien-Helsinki im Dezember, so ein Ding, da kann ich auch. Aber warum bauen die Ding 200 Atomkraft? Weltweit, wie heißt das, sagt man's, der Steuerung, alt, Shift. Der Gates, der Bill Gates. Ne? Der hat eine. Warte! Der hat eine Beteiligungsfirma weltweit, 200 kleine Atomkraftwerke, die können schnell ans Netz und wieder weg. Ne? Er hat gesagt, ich bin auch nicht für Atom auf Dauer. Ne? Aber für den Übergang, bis wir Wind so ein Ding speichern, muss ich. Na, bis wir das Klima stoppen. Bis dahin musst du und wir Deutsche im Alleingang aus dem Atom raus. Ne? Bei mir wird das Pferd von hinten aufrollen. Ne? Immer das Motto, keine Panik. Keine Panik vermeiden. Da sind wir die Beste. Ne? Wie war das? Jeder dritte Politiker ist mittlerweile genauso blöd wie die anderen 2. War Gott. Doch, war Gott. Ja. Ja, und beim Gegenantrag, wir haben den Landrat auf unserer Seite, ne? 12 Bürgermeister, Schriftführung, früh pensionierte Lehrerin, die hat Zeit jetzt, ne? Die ist 49.
Die war lange in Berlin Lehrer, die ist wieder zurückgekommen, die ist von uns. Aber die ist oben in Berlin, ist die mit 46 schwanger geworden und hat sich die ganze Jugend verbaut. Ne? Und zum Kind großziehen ist sie jetzt pensioniert. Ne? Die hat gesagt, wir müssen einen Vogel bestellen. Weißt, das ist ganz klar. Ne? Ja, und der Gates und der Tesla, ne, die schaffen ja zusammen wegen Atomforschungsding, Atomschrott ins Weltall. Die schießen, die haben gesagt, in 10, 20 Jahren wird das aufgeschossen. Und das muss natürlich finanzieren. Na, die ganze Oligarchen da, die Russen und Chinesen, die wollen doch auf den Mond und zahlen Millionen da so auf dem Kringel, im Kringel rum. Ne? Dann schießen doch nur auf den Mond. Ne? Mit dem Atomschrott, dann sind sie fort. Ne? Dann sollen sie da oben Fledermäuse züchten. Ne? Mit Atomsprengköpfen als Ohren, dann knallt es da oben. Ne? Aber bei uns tun ist dann einmal Ruhe endlich mit dem ewigen Weltretten da. Ich könnte es nicht mehr. Gibt Leute, die den ganzen Tag, das drückt doch aufs Ding, pappen sich auf die Straße für einen besseren ökologischen Fußtritt. Der Mensch ist gar nicht dazu da, dass er den Planet auf Dauer. Das sind wir gar nicht, das war noch nie. Noch nie. Schon immer. Ne? Und so sehe ich das auch. Ne? Weißt du, wie ich das sehe? Soll ich sagen? Nach mir die Waldfeen, fertig. Also, ich muss warten.